glaube, die Redaktion ist niedergeschlagen, die ist deprimiert. Natürlich geht das auch nicht am Chefredakteur vorbei. Wir rücken noch enger zusammen. Wir haben so das Gefühl, wir wollen alles tun, was Dennis Yücel hilft. Und wir stellen uns vor allem immer die Frage, wie geht es ihm gerade? Er weiß, was es heißt, in Untersuchungshaft zu kommen. Wir haben gerade berichtet darüber, dass es Stand jetzt im Ausnahmezustand möglich mit einer so absurden Anschuldigung wie der bei Yücel, ihn für 5 Jahre in Untersuchungshaft zu stecken. Also das ist sehr deprimierend. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir vor Ort in Istanbul die Anwälte unterstützen, dass wir versuchen, wo es geht, die Familie zu unterstützen, dass wir weiterhin für Dennis in irgendeiner Form ansprechbar bleiben. Ich kann der Bundesregierung keinen Vorwurf machen. Das Kanzleramt, die Kanzlerin, der Außenminister, das Außenamt, alle haben sich ungemein um unseren Korrespondenten bemüht. Und ich bin kein Politiker, ich bin auch kein politischer Berater. Ich glaube, das Instrumentarium, das die Bundesregierung hat, hat sie zur vollen Gänze genutzt.